Ja, okay, hi. Die sind aber auch schon frech, ne? Die kommen einfach so hinter einem plötzlich hervor, denn das ist wieder blockiert, hier komme ich nicht lang. Okay. Dann müssen wir mal schauen. Aber ich soll da lang. Aber das blockiert. Das heißt, ich muss einen anderen Weg finden, da lang zu kommen. Einfach dem Loot hinterher oder so. Immer eine gute Idee, glaube ich. Aber da kam ich ja auch nicht durch. Ach, guck mal, stimmt, da oben war ja noch jemand. Okay, der Klingenwirbel ist richtig geil. Ja, ich glaube, die Waffe gefällt mir. Der Klingenwirbel ist schon nice. Okay. Oh, Gottes Willen. Oh, dass die immer aus irgendeiner Ecke rauskommen, ne? Mann, ey. Bin halt auch so schreckhaft. Die haben aber wirklich, ne? Wir haben noch keinen lebenden Menschen mehr getroffen, seitdem wir los sind. Du bist auch neu. Oh nein, die haben mich unterbrochen. Okay. Aber man kann den Klingenwirbel auch abbrechen, beziehungsweise unterbrechen. Ich verstehe. Hallöchen, Grinhaf. Ist das ein Souls-like? Theoretisch ja. Man kann aber, wenn man möchte, die Schwierigkeit einstellen für sich selber. Und das habe ich auch gemacht. Aber theoretisch ist es als Souls-like gedacht. Ja. Ich meine, man sieht es eigentlich auch immer schon am Interface, ob es ein Souls-like ist oder nicht, oder? Also die Interfaces, Phases, die sind immer sehr ähnlich bei Souls-likes. Ich weiß nicht, warum die so hässlich sind. Ich weiß nicht, wer sich gedacht hat, boah, die müssen immer so aussehen. Aber sie sehen immer so aus. Da geht's nicht rein. Okay. Die sind immer ähnlich. Immer hässlich. Es ist halt wirklich so. Die sind immer. Ich weiß nicht, warum die immer so hässlich sein müssen. Ich weiß es nicht. Warum denkt sich denn nicht immer jemand ein schönes Souls-like-Interface aus? Die sind immer ähnlich aufgebaut. Und wie gesagt, auch immer hässlich. So gibt man ein schönes. Ich würde es da gerne nehmen.
muss da wahrscheinlich lang, aber ich will hier auch lang. Eine Sprenggranate. Stimmt. Die Sprenggranate, die können wir auch mal eigentlich ausprobieren. So ist ja nicht. Komm mal nirgendwo rein. Oh, hi. Adios, danke, Kamera. Oh, da sind ja auch noch so viele auch noch hier. Das hier wieder, was auf Zeit heilt. HP und Ausdauer plus Anzeige der Heil-Items. So schätze ich das jetzt ein. Ja, ja, genau so. Und meistens hast du dann unten... Fridolin sitzt ein bisschen davor. Aber normalerweise... Warte mal, ich kann Frogo kurz ausblenden. Da. Normalerweise hast du genau da unten, da wo Fridolin sitzt, hast du immer eine Anzeige über Seelen. Hier ist es Anima. Über, was weiß ich, Leben, also so Bobbles, die du sammeln kannst, mit denen du theoretisch alles aufwertest. Es ist immer wirklich dasselbe Overlay eigentlich. Nur dass die Anzeige so von Items und Leben, die wandert manchmal auch nach oben. Manchmal ist sie auch oben links. Okay, aber war hier nicht die Nebenquest lang? Nee, die Nebenquest war auch da hinten. Aber da kam ich ja nicht lang. Nee, ich glaube, hier ist nicht richtig. Ich höre da hinten halt jemanden laufen, einen großen. Na? Oh, ja, da ist auch nur... Ja, da sehen wir ihn schon. Ein bisschen, wenn ich springe. Aber da ist auch Loot. Okay. Aber wie gesagt, man kann sich die Schwierigkeit auch einstellen. Ist vielleicht gerade für Souls Anfänger ganz nett. Oh, hi. Dich kennen wir noch nicht. Du bist sehr stark anscheinend. Du hast auf jeden Fall mehr Leben als die anderen. Au! Oh, wow. Geh weg mit deinen Keulen. Ja. Okay. Keulenheini ist neu. Und anders. Geh weg mit deinen Keulen. Ja, aber ist doch wirklich so. Guck dir das mal an. Ja, damit eine voll krasse Reichweite. Und ich muss da so rantuckeln, weißt du? Ich muss da irgendwie so rankommen. Und ranlaufen. Schon frech. Irgendwie irritiert mich das immer an meinem Po, weil das immer so... Das fällt nicht so schön irgendwie, wenn ich laufe, wenn ich renne. Das wirft ganz komische Schatten. Der komische Stofffetzen da hinten. Hinten dran, ne? Irgendwie irritiert er mich. Ich weiß auch nicht. Warte, wir kommen jetzt aber... Wir treffen Keulenheini nochmal. Gleich, oder?
Die liegt so viel kostenlos rum, das ist merkwürdig. Gott. Warte. Da ist Keulenheini. Oh, da ist auch Doggo. Warte, ich hol die mal hierher. Ja, ja, kommt ruhig ran. Kommt ruhig ran. Ich will den anderen nicht triggern. Oh, da oben ist auch Loot. Warte mal. Bevor er mich jetzt sieht. Der so nach hinten rennt. Oh Mist, ich war überhitzt. Mann, man kann nicht durch die durchrollen. Das fuckt mich total ab. Ich will rollen können. Ich will durch die durchrollen können, wenn die einen Angriff machen. Aber das geht nicht. Ich kann nur als Ausweichen kann ich nur den hier. Ich stolper. Ich stolper von links nach rechts. Eine Feuerkette. Eine Feuerkette? Eine Feuerkette? Was macht die Mittel? Feuerkette? Oh! Ich kann die ein bisschen auf Abstand halten. Oh, mit neuen Waffen rumprobieren. Yay. Oder was macht das hier? Oh, da mache ich den. Okay, cool. Cool. Ja, könnte interessant sein. Es gibt so viele verschiedene Waffen hier auch, ne? Da kann man doch bestimmt hoch. Ja, da ist ja auch einer. Okay, aber für das Ding brauche ich... Für das Ding muss man safe anvisieren, okay. Das trifft sonst nicht. Okay. Wir probieren uns hier noch ein bisschen durch, ne? So, das wäre derselbe Weg. Ach so, ich habe mir das nur wieder umständlich gemacht, ja. Ach so. Na gut. Das ist unser Hauptdings, wo wir hin müssen. Oh Gott, dass wir so Kettenheini. Der hat mich gesehen. Kommt der her? Das ist die nächste Frage. Nee, der sieht nicht aus, ob er sich jemals bewegen wollen würde. Dann überlege ich, ob ich den nicht pulle. Den da. Mich an den ran. Ich komme ganz kurz, ganz minimal an den ran. Ja, los, komm her. Komm her. Komm, du willst es auch. Komm, noch ein Stück. Los, weg von dem einen. Ja. Ja, okay, cool.
Wow. Ah, du drehst dich auch noch. Den Sack drehst dich auch noch richtig mit, ne? Aui, du hast das voll unterbrochen. Mach mal nicht. Ja, ich glaube, mit der Waffe komme ich noch nicht ganz so klar. Mhm. Ja, nee. Das ist nicht meine Waffe. Ich brauche die andere wieder. Das ist nicht meine Waffe. Die ist nett. Und so. Aber nee. Die hier. Komm, du bist es doch auch. Schreibt der Spiel und alles selber dazu oder sollen wir das auch mitmachen? Also zur Not mache ich das auch nach. Es steht nicht immer drin. Also, beziehungsweise bei den neuesten steht es noch nicht dazu. Das mache ich sonst immer, ja. Ihr müsst das aber nicht tun. Ich will euch das nicht aufzwingen. Ihr könnt, wenn ihr wollt. Ihr müsst aber nicht. Kannst du nichts? Warum stehst du nur da? Ja. Ja, die Waffe mag ich mehr als die andere, leider. Schade. Die wäre halt, die andere wäre so ein bisschen auf Abstand immer gewesen. Ja, wäre schön. Aber gut. Ah, stimmt. Hier war ich von der anderen Seite. Kann ich das wenigstens aufmachen und habe einen Shortcut und könnte da einmal speichern gehen. Ich weiß aber nicht, ob die wiederkommen. Wahrscheinlich kommen die wieder. Also die kleinen Pinöppel kommen auf jeden Fall wieder, aber die großen auch wieder kommen, weiß ich nicht. Der ganz große, so ein Mini-Boss, der kam auf jeden Fall nicht wieder. Ich weiß, wie gesagt, nicht, wie es bei denen da aussieht, die wir da waren. Es gibt wohl auch Bots, die das automatisch machen. Ja, das hat mein Bot davor immer automatisch gemacht. Aber bei dem Bot davor war das Problem, ich konnte die Quotes nicht bearbeiten und dann musstet ihr quasi immer einen gewissen, ja, einen gewissen Stil beibehalten, damit die alle denselben Stil haben. Wenn nicht, dann musste ich die halt rauslöschen und nachquoten. Und dann haben zwischendrin immer Quotes gefehlt, weil er die nicht automatisch nachgerückt hat. Und dann mache ich es lieber so, dann gebe ich das lieber selber ein. Und so kann ich die Quotes aber wenigstens bearbeiten. Heute kein Zauberflauschel. Nee, gar keinen Zauberflauschel mehr. Wir sind durch. Wir sind durch mit Zaubern. Hallöchen, Flauschi. Hi. Etwas sehr Merkwürdiges. Ja, ist so Richtung Souls-like. Oder es ist theoretisch eins, aber ich habe es mir ein bisschen leichter gemacht. Glaube, ich gehe mal ein bisschen auf. Oh, warte mal, ich sehe gerade, die kosten auch immer gleich. Ja, dann gehe ich hier hin. Also egal, was ich ausrüste, das ist nicht so, die sind alle denn am Anfang 1000 oder so. Nein, nein. Wenn ich hier 1490 ausgeben muss, dann muss ich das bei den anderen auch. Je nach Stufe halt. So, okay, ist okay, ja. Interessant. Was hast du mit Sebastian gemacht? Azkaban oder Vergebung? Wir haben den verpfiffen. Also Azkaban. Müsste es sein. Die könnten wir dann auf jeden Fall verkaufen. So, dann gehe ich hier auch mal auf. Warte, hier oben einmal auf Verkaufen.
Das hier kommt weg, das brauche ich nicht. Das ist nicht meins. Und die, ja, ich weiß nicht. Ich finde die hier eigentlich besser. Komm, weg damit. Warum soll ich es mitschleppen? Warum soll ich es mitschleppen? Ist doch total dämlich. Brauche ich doch nicht. Brauche ich doch nicht mitschleppen. Ich habe einen Bronzebarren? Warte mal, ich habe einen Bronzebarren. Ich kann hier eine Waffe, glaube ich, upgraden, war das, ne? Lohnt sich das jetzt schon? Das weiß ich nicht. Ich glaube nicht. Nee, das lohnt sich am Anfang doch noch nicht, oder? Ich hier aufbehalten? Kommt drauf an, wie viel ich davon finde. Und ich weiß nicht, ob ich noch eine bessere Waffe finde. Ich lasse das, glaube ich. Ich bin mir da echt unsicher. Hätte ich vermutlich auch gemacht, ja. Also ich habe trotzdem Entscheidungen getroffen, die wahrscheinlich nicht jeder machen würde. Einfach weil ich euch auch mal was zeigen wollte, was ihr vielleicht noch nicht gesehen habt. So, und ich habe ja auch noch einen privaten Spielstand. Wo ich dann auch noch mal ein bisschen gucke. Ich gehe hier noch mal rein. Das ist bestimmt, man kann sich bestimmt verskillen und Leute schlagen sich jetzt die Hände über den Kopf zusammen und denken sich, oh Gott, was macht die eigentlich da? Ist die eigentlich komplett doof? Ja. Ja. Ich kann euch die Antwort abnehmen, ja. So. Ist das doch erstmal ausgerüstet? Könnte eigentlich noch ein bisschen... Ja, warte, wir setzen uns noch mal rauf. Und von dem Rest, den ich habe, könnten wir hiervon noch ein bisschen was holen. Ja, Rüst. Und vielleicht nicht alles. Ich auch alles aus dem Kopf hauen. Weiß ich nicht. Ach komm, wir kaufen alles. Who cares? Ist ja auch egal. Ah ja, guck mal hier, wer da schon wieder da ist. Ei, na du? Ja, von denen kriege ich hin und wieder auch Alchemiekapseln. Das ist ganz nett. Aber das meinte ich halt mit... Jo, der kommt auch wieder nach. Okay, cool. Okay, dann sind es wirklich nur die Mini-Bosse, die nicht nachkommen. Okay. Ja, komm mal her. Der schießt nur doof. Ja. Ich muss den mal hier rauslocken. Komm mit. Komm mit. Ich bin hier. Ja, okay. Dass man da nicht so durch die durch kann, ne? Hallo. Was passiert denn hier gerade? Entschuldigung.
zum Glück kriegt man eigentlich recht gut von diesen Fiolen hier zum bisschen hochheilen. Von denen. Aber der stand auf jeden Fall vorhin woanders. Komisch. Ist das eine Kiste zum Öffnen? Die sieht so fancy aus. Ey! So, wo muss ich hin? Hier hoch? Kann man hier hoch? Doch, ja, also man könnte hier hoch. Oh, ich werde sogar belohnt dafür, dass ich hier hochgehe. Oha. Es gibt eine neue Hose, Leute. Was ist neue Hose? Neue Hose hat mehr Panzerung. Aber alles andere null, aber mehr Ausdauer. Okay. Was haben wir noch bekommen? Neue Schuhe, ne? Ich glaube, alles ist besser als unsere Schuhe. Das sind auch Ausdauerschuhe. Mag die Schuhe. Ja, keine Feuerresistenz, denn ist okay. Nehme ich. Da hinten müssen wir hin. Ey, das Spiel ist aber auch schon wirklich schön, ne? So von der Aussicht her und so. Dafür, dass ja alles brennt und wir mitten in der Revolution sind. Oh, da ist Blut. Es ist so ruhig, da hinten ist einer, aber sonst. Okay, der hat mich gesehen. Ja gut, das ist nicht so wild. Das ist blockiert. Da komme ich nur von der anderen Seite durch. Mir noch dein Loot. Alchemiekapseln bekommen wir auch. Schade, ich kann dich nicht von der Seite plündern. Oh. Könnte aber hier runter. Ach Gott, guck mal, wer da ist. Ich
Ich weiß nicht, ob ich hier lang will. Da unten ist auf jeden Fall der große. Und hier gab es doch irgendwo. Hier gab es Loot. Richtig. Loot. Loot tut gut. Oh Gott, da sind zwei. Okay, hi. Die haben mich beide gesehen, oder? Haben sie. Oh Gott, jetzt bin ich runtergefallen. Kommt ihr mit runter? Oh Gott. Nope. Nein, lass das. Der ist gefroren. Gott. Lad nach. Ich weiß nicht, warum der manchmal denn plötzlich den anderen anvisiert. Ich hasse das. Wirklich. Das ist das Einzige, was mich bisher wirklich stört. Dass ich nicht jemanden fest anvisieren kann. Ich muss mal kurz nachgucken, ob das irgendwo in den Optionen geht. Optionssteuerung, Achsenempfindlichkeit. Das ist es nicht. Spielsteuerung, das ist nur Bewegen. Spiel. Audio. Nee, schade. Ich hätte gerne wirklich ein festes Anvisieren und nicht, dass es springt. Wenn ich eine Person anvisiere, möchte ich sie gerne anvisiert lassen. Hallo, hallo Chris, Nadjo? Wie ergeht es dir? Hast du okay geschlafen? Hast du dir schon Hogwarts geholt? Das können wir aufschließen. Jetzt sind wir. Ja. Ich verstehe schon mindestens, wo wir sind. Ja. Und hier lang müsste es doch dann gehen zum. Genau, zu der Nebenquest. Ist da hinten ein Gegner? Ist da? Könnte sein, oder? Ich weiß es nicht genau.
habe okay geschlafen und hole mir gleich Hogwarts Neues. Neues. Wirst du es dann wahrscheinlich auch dann direkt runterladen und spielen wahrscheinlich, oder? Oh, hier haben wir gerade gekämpft. Weiß nicht. Ich denke mal, wieso? Dann kannst du mir ja mal sagen, wie du es findest. Also, wenn du schon ein bisschen gespielt hast. Da hinten ist ein Gegner. Das hier kann ich noch nicht, ne? Da war was. Genau, um dieses Objekt zu zerstören, nicht verstören, zerstören, brauche ich was anderes für. Das habe ich noch nicht. Fähigkeiten, die ich noch nicht habe. Doch so. Oh Gott, da hinten ist so eine Schlangenlady. Oh Gott, Schlangenlady hat mich gesehen. Oh, da sind zwei Schlangenladies. Jetzt habe ich nicht gesehen, was ich da für Loot rausgekriegt habe. Und noch gar keinen, ne? Weil ich den noch gar nicht eingesammelt habe, richtig. Effiziente Auflademodul 2. Okay. Auch wenn ich Bock auf RP habe. Ah! Wenn du Bock auf RP hast, dann... Also, weiß ich nicht, dann zwing dich nicht dazu, irgendwas anderes zu spielen, wenn du ja eh Lust auf was anderes hast, weil dadurch wird das andere halt nicht besser. Aber achte halt auf dich. Du wolltest ja eigentlich Pause machen. Aber wenn du Bock drauf hast, ey, dann go for it. Meine ist ja nicht so wild. Aber dann wäre vielleicht eine Option, mal früher anzufangen und früher aufzuhören, Chris. Ich weiß nicht, ist nur so ein, also eine Überlegung. Aber nur kurz. Ja, aber nicht ohne Stream hier, ja? Oder du musst es aufnehmen und hochladen. Ich glaube, man kann ja bei Twitch auch Videos hochladen. Wie, du machst was ohne uns. Denn beiß ich dir in die Nase. Ich weiß nicht, woher ich das habe mit in die Nase beißen, aber ich find's gut. Ich beiß gerne Leuten in die Nase. Lisa stolz. Lisa hat aufgeräumt. Sehr gut. Sehr gut. Müsste ich auch mal machen. Aufräumen müsste ich. Wollte ich seit Tagen machen, aber irgendwie. Irgendwie hält mich jemand immer davon ab. Chris. Hä? Oh, dieser komische Husten heute wieder. Mann, Mann, Mann. Oha! Was? Was? Ich guck bei dir viel zu lange und viel zu oft zu. Das muss geändert werden. Das ist doch, hier ist doch wieder irgendein Buskampf oder sowas.
Das sieht doch schon wieder genauso aus. Ich pfeife mir das jetzt noch kurz rein. Bringt seine Nase in Sicherheit. Und macht das Tron. Ja, wieder später. Aber nur kurz. Wir kennen dein Kurz, Chris. Chris? Chris, aber falls du heute RPst, stell den Router-Neustart um. Nein, ich finde das genau richtig so. Okay, die sind alle tot. Hier sind noch mehr tot. Oh, es wird einen Bosskampf geben. Na gut, rein da. Hier hängt ein Bein, Leute. Mensch. Es ist so ruhig hier. Die da, die springen doch gleich auf. Guck, guck. Hallo. Hi. Die springen nicht auf. So verwirrt. Da hinten ist auf jeden Fall jemand. Oh, du gehst ja weg. Nein. Mit den Kämpfen müssen wir noch üben, du. Also ich, nicht ihr. Ah, der hat mich aber gesehen. Na, dann komm her. Ja, du kannst durch das Gebüsch laufen. Ich will halt immer nur draufhauen, aber ich muss immer ein bisschen gucken, dass ich auch immer wieder mal Abstand gewinne. Das ist ein Lernprozess. Oh, ich kann hier auch einfach durchrennen. Also. Hoffe, euch geht es gut. Ja. Ja, alles gut. Wie ging's schon schlechter? Ja, da ist auch direkt die Werkstatt. Bei mir gerade nicht. Oh no, dann hoffe ich, dass es dir bald wieder besser geht. Von der anderen Seite blockiert. Ja, hier sieht das aber auch nicht mehr so gut aus. Ich glaube, seine Maschinen sind alle außer Kontrolle, ne? Sind leider nur noch drei. Someone hid upstairs. I just need to find a way in from the outside. Eieiei.
wie gesagt, gute Besserung dir. Miri, bitte nicht weiter erläutern. Dankeschön. Es könnte für andere auch triggernd sein. So. Das hier einmal. Wo geht das denn hin? Das ist auf jeden Fall ein Speicherpunkt. Hallo? Aha. Oh, hier ist eine Wand. Oh nein, hab ich mich verbuggt? Das Gebiet Fabriken. Sollte ich hier schon rüberkommen? Ist das da offen? Okay, ja, ist offen. Oh Gott, ich dachte gerade, ich habe mich hier irgendwo verbuggt. Na dann. Hui. Ich glaube, hier soll man gar nicht raufkommen. Das ist auf jeden Fall eine fancy Kutsche. Also die sieht halt wirklich fancy aus. Also sehr fancy. Und hallo, Herr Mori. Hallo, hallo. Ich glaube, dann in der nächsten Pause muss ich mal was snacken. Dann könnte die vielleicht ein Stückchen länger gehen. So, jetzt lass uns mal gucken. Wir haben hier zwei Schlüssel. Die bringen uns noch nicht viel. Immer noch dieser Bronzebarren. Ich weiß nicht, ob ich den benutzen soll. Haben wir Souls-Likes-Profis hier drin? Soll man das schon direkt benutzen oder eher nicht? Ich finde doch gerne Bugs. Ich finde immer Bugs, ja. Direkt reinbuttern oder warten, ob man noch eine geilere Waffe findet? Und ich trinke mal kurz einen Schluck. Prost, Leute. Irgendwo, achso, ja, ich habe die Verbesserung, habe ich hier noch frei. Ja. Das stimmt. Und Fridolin trollt wieder. Warum? Er hat dir doch Hallo gesagt. Kann es sein, dass Orca eventuell etwas eingeschlummert ist? Nope. Okay. Na dann. Wenn Fridolin das sagt. Wenn Fridolin das sagt, dann wirst du wohl nicht eingeschlafen sein. Nein, nein. Das ist eine bessere Hose, aber warum hat die so Kugeln dran? Ah, die habe ich gefunden, sehe ich gerade. Die könnte ich ausrüsten. Warum habe ich... Die ist besser, ne? Die hat, na okay, die hat Blitzresistenz, hat die nicht. Oh Mann, ey, die ist hässlich. Ich will die gar nicht anziehen eigentlich. Die ist echt nicht hübsch. Aber die hat mehr Verteidigung, also mehr Panzerung. Deutlich mehr Panzerung. Ah, scheiß drauf, wie ich aussehe. Was waren die Schuhe? Oh, 20. Aber dann haben wir auch noch hässliche Schuhe zu der hässlichen Hose. Oh Mann, naja, gut. Ich finde es ja lustig, dass sie nur einen Stiefel trägt. Ja, wegen
dem Bein wahrscheinlich irgendwie. Das ist so ein Stiefel und einen normalen Schuh quasi. Aber immer. Ich finde es ganz cool eigentlich. Das hier. Ich mag die Schuhe. Ich mag die Schuhe hier eigentlich. Also vom Aussehen her nur. Und so, aha. Oh, so kann man richtig umherschauen. Ui. Mag die Schuhe. Vom Aussehen her finde ich die toll. Aber gut. Ja, du musst aber trotzdem schmunzeln. Wenn ich es wieder mal sehe, ja. Aber ich finde ich auch irgendwie cool. Irgendwie cool. Ja, außer die Hose. Also die Hose ist, also was auch immer die Hose ist. So. Die Hose ist schrecklich. Ja, Mensch, was ich so ein Transmog in solchen Spielen. Vielleicht gibt es den ja auch irgendwo. Ich weiß es nicht. Mit Noppen ist besser. Die Ute hat Pickel. Ja, ich weiß auch nicht, ey. Okay, Fridolin hat gesprochen. Genau. Noppen haben Dinge schon immer positiv gestimmt. Aha. Okay. Hast du das mit dem Orakel gelesen? Hatte da komischerweise den Ton aus. Ja, habe ich gelesen. Habe ich laut vorgelesen sogar. Stimmt, wir haben noch andere Module jetzt, oder? War das nicht so? Ah, das war wieder ein Stufe 2 Modul, okay. Was wir hier nicht alles schon gefunden haben. Ich habe hier irgendwas im Inventar. Ah, der Fabrikschlüssel. Öffnet die Tür zur Fabrik. Okay. Verbesserungen, ja, aber was machen wir denn? Ich tendiere ja sogar ein bisschen dazu zu leben. Aber mehr Schaden. Kann ich eigentlich was? Warte mal, ich kann auch bestimmt meine Hose und so jetzt verkaufen. Brauchen wir ja nicht mehr. Hier. Die hier. Okay, gibt auch nicht so viel. Und dann kann ich die hässlichen Hosen und Klamotten hier verkaufen. Okay. Das haben wir weg. Module. Auf dem Stabilitätsmodul. Dieses Modul erhöht mäßig die Balance während aufgeladener Angriffe. Oh, ist das wichtig? Das hört sich so unwichtig an. Weiß nicht. Das hört sich irgendwie nicht so wichtig an. Oh, hier haben wir noch. Stimmt, wir haben ja noch Essenzen. Warte. Nee, nicht ausrüsten. Oh Gott. Nee. Zurück. Ich wollte die eigentlich benutzen. Das da muss schon wieder dahin. Mit X verwenden wir die. Und hiervon auch direkt mal einmal alle. Und dann können wir uns ein bisschen hochleveln noch. Dieses Geräusch, wenn man was verkauft. Ja, es ist so wie so ein Flüstern, ne? Ist ganz komisch.
So, alles, was ich verkaufe, kann ich auch wieder kaufen, theoretisch. Gib mir auf ein bisschen Leben. Aber das hier ist so schön. Es macht mehr Schaden. Schaden. Ich liebe mehr Schaden. Gewandtheit. Was macht denn Gewandtheit? Hat auch ein bisschen mehr Schaden. Das ist die Resistenzen. Ausdauer. Ach komm, wir gehen mal ein bisschen auf Leben. Warum nicht? Können wir auch mal gebrauchen. Ja, hier weiß ich halt immer noch nicht. Hat mir leider, glaube ich, keiner auch geantwortet, oder? Zumindest sehe ich es nicht. Eli hat mehr Schaden. Macht. Wisst ihr, wo dieses Geräusch besonders lustig ist? Spiel nebenbei Dragon's Dogma. Und jetzt stellt euch vor, ihr erlegt gerade einen Boss und dann hört ihr dieses Flüstern. Ja, gut. Ja, gut. Twitch trollt mich. Mir wird Ellie erst jetzt ist online benachrichtigt. Scam! Deswegen haben wir einen Discord. Im Discord, da kriegt er auf jeden Fall immer sofort Bescheid. Da haben wir ja auch einen Bot, der eigentlich sogar recht flink ist, was das angeht. Ich weiß, ich kann euch ja mal die Frage nochmal stellen. Ich habe ja so einen Bronzebarren. Und mit dem Bronzebarren könnte ich jetzt eine Waffe upgraden. Sollte ich das direkt schon am Anfang machen oder eher nicht? Oder soll ich mir diesen Bronzebarren, sollte ich mir den sparen? Und dann erst später machen. Und hallöchen Katie. Hallo, hallo. Ich hoffe, es geht dir gut. Ich weiß es nicht. Ja, Discord war deutlich schneller mit Hallo, Ellie ist on. Ja, ja. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr euch da auch so gar eine Ping-Rolle geben, dann pingt ihr euch sofort. Keine Ahnung. Ich habe auch keine Ahnung, was sinnvoll ist oder nicht. Also klar, ne, vom Schaden her und so, natürlich. Also das ist ja alles. Macht alles mehr Schaden, theoretisch. Aber ich würde ja... Ja. Alles gut, nur einkaufen. Hat ganz Spaß gemacht. Eine Pinkrolle. Die ist lila. Was? Anonym? Von was redest du? Mit The Rising kenne ich mich leider nicht aus. Es war eher so eine allgemeine Souls-like-Frage. Jetzt nicht spezifich von Steel Rising, sondern eher so Souls-like. Wenn ihr eure Waffe upgraden könntet in einem Souls-like, würdet ihr warten, bis ihr eine bessere Waffe habt oder würdet ihr die Waffe, die ihr habt, upgraden? Die Ping-Rolle im Discord. Pink. Ach so. Die du aber lila gefärbt hast. Ach so. Oh Gott. Ich habe Ping und Pink überhaupt nicht miteinander kombiniert gehabt. Ja, okay. Ja, ja, ja. Ich dachte gerade so, hä, was für eine Pink-Rolle. Ja, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob ich das machen soll. Mann, ich habe aber noch Verbesserungen. Wo habe ich denn noch Verbesserungen? Achso, das hier ist als Verbesserung drin noch. Ja, ja. Mir wurde mal gesagt, man soll sowas aufwerten, aufbewahren, bin aber kein Soul-Spieler und daher basiert das nur auf Hörensagen. Okay, ich würde erstmal upgraden, wenn das nur Basisaufwertungen sind. Wenn du bestimmte Materialien nur einmal im Spiel hast, würde ich die gezielt für eine spezielle Waffe einsetzen. Ja, da liegt gerade der Wurm drin, ne? Ich weiß es nicht. Ich denke mal, man kann Bronzebarren noch öfter finden. Aber ich habe bisher halt auch nur einen gefunden. So. Also ich glaube, die sind nicht so häufig.
Deswegen struggle ich da halt auch mit. Ob ich das upgraden soll oder nicht. Na, hast du mich direkt gesehen? Aua! Ey, da war ja noch jemand. Blöde Jan. Hab ich gesehen, dass der auf mich geschossen hat. Komm ich auch nicht so lang. Na gut. Aber diese Kutsche da, die sieht so verdächtig hübsch aus. Die sieht so hervorgehoben aus im Gegensatz zu der hier. Weiß nicht. Eine Blitzgranate. Ja, ich verstehe dich da. Eventuell etwas warten. Ob du da jetzt öfter welche bekommst, ja. Ja, deswegen habe ich halt auch überlegt gehabt, so wie spielen. Also ich dümpel auch rum und stehe hier rum und rede mit euch. Aber so, wir spielen jetzt bestimmt aktiv so 2 Stunden und da habe ich halt noch nicht so viel. Ich habe bisher nur einmal so ein Bronze-Ding gekriegt. Achso, das ist wieder von der anderen Seite. Hier geht's auch lang, ne? Da lang oder gehe ich hier lang? Oh Gott. Ich habe gerade vibriert. Warum? Irgendwas Wichtiges? Achso, nee, ist nicht wichtig. Ah, hier kommt man nicht lang. Okay. Dann müssen wir hier sogar lang. Aber Fridolin hat auch nach einer Pause geschrien. Deswegen machen wir dann erstmal hier eine Pause. Stelle ich mich hier einmal hin. Plopp. Und dann bin ich gleich wieder da. Aber ich werde gleich nochmal ganz kurz was essen. Es könnte also sein, dass die Pause ein bisschen länger geht. Vielleicht sind es statt 3 Minuten 5 Minuten. Oder so. Ich guck mal gleich. Okay, dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich.